Wofür braucht er den Schlüssel, wenn er jetzt alles nur das Ding gut. weggeschoben hat? Dir tut niemand mehr weh. Mein Held, wie fühlst du dich? Dein Kopf? Sie spricht jetzt mit mir, die ganze Zeit. Und was sagt sie? Sie sagt, ich soll mich hier anschließen. Die erste Schwelle. Mama, ich hab Angst. Wir kommen hier nicht raus. Wir haben keine Wahl. Wenn ich bei dir bin, die Stimme, kannst du ihr antworten? Ego, kannst du sie hören? Ja, sie haben alle dieselbe Stimme. Sie tut mir im Kopf weh. Ignoriere sie nicht. Gib dich ihr völlig hin. Hab keine Angst. Ja. Imperium. Hugo kann jetzt Ratten kontrollieren. Halte links gedrückt, um zu zielen und dann rechts, um die Ratten zum Zielbereich zu schicken. Okay, oh Gott. ich versuch's. Hat keine Waffen. Ja, ich weiß. Ich kann aber auch gerade nicht aus dieser Einstellung raus. Hallo? Jetzt sagst du ihnen, dass sie sich bewegen sollen, damit wir hinaus können. Kannst du das? Aber konzentriere dich, sonst werden sie wieder gefährlich. Es funktioniert! Mein Kopf Sehr ist gut. weg! Das war die Makula. Doch du hast dir geantwortet. Lass uns gehen. Diese Schreie. Sie müssen die Ratten auf die Gefangenen losgelassen haben. Ich finde das Dokument und dann nichts wie raus. Eine Wache. Wir können sie loswerden. Mit den Ratten. Werden sie ihn fressen? Nein, dafür sind es nicht genug. Na los. Oh Gott. Ich habe das ja noch nicht mal so richtig mit dem Kontrollieren unter Kontrolle. Ach, da ist der, okay. Lauf nur, du Feigling. Du hast wohl Angst, was? Nico, das ist kein Spiel. Diese Kraft ist gefährlich. Du musst dich beherrschen. Ja, Mama. Ist das meine Krankheit? Du bist nicht krank, Hugo. Es ist eine Gabe. Ich erkläre es dir später. Eine Gabe? Ich werde langsam verrückt. Okay, da ist eine Wache, aber wir haben keine Ratten. Das ist schlecht. Dass ich jemals sagen würde, das ist schlecht, dass wir keine Ratten haben? Suchen wir weiter. Ich höre welche, aber... Ich kann hier durch, Mama. Kannst du das auch? Wir könnten das Messer nehmen und den Typ einfach ausschlitzen. Was zum Teufel machen die Ratten hier? Was zur Hölle ist passiert? Die kommen nicht durch das Licht durch. Ah, okay. Okay, da sind auch noch welche. Okay, verstehe.
Diese Straßen sind in sehr schlechtem Zustand. Wie sollen wir das liefern? Fehlt bloß noch, dass wir einen dieser Käfige verlieren. Sei vorsichtig. Irgendwie wollen die noch nicht ganz rauskommen. Haben Sie mit ihnen gemacht? Sie füttern sie mit Menschenblut. Wirklich? Ja, es ist komisch. Ich spüre die schwarzen Ratten, aber die hier nicht. Ich verstehe. Wir müssen einen Weg hier rausfinden. Was haben Sie mit diesen Ratten vor? Lauf! Oh, kann er sich nicht mal für 2 Minuten konzentrieren? Was haben Sie mit diesen Ratten vor? Geht es dir noch gut, Hugo? Ich fühle mich etwas seltsam. Es ist normal, dass du müde wirst. Sag mir, wenn es dir schlecht geht. Ja. Oh mein Gott. Können wir jetzt ja auch endlich mal fertig sein mit dem Weg? Mama, warum kann ich das tun? Das Blut macht das. Es ist ein bisschen kompliziert. Aber Amicia kann es nicht. Nein, ich erkläre es dir später. Wir haben uns gestritten, Mama. Nicht so schlimm, Liebling. Lass uns erstmal hier herauskommen, ja? Okay. Nicht gut. Beatrice, ihr seid also wieder mit eurem Sohn vereint. Ich weiß, was ihr ihm angetan habt. Ihr habt, was ihr wolltet, nun lasst ihn gehen. Ihr beleidigt mich, Madame de Roon. Euer Sohn ist der natürliche Träger der Makula. Und sie ist noch nicht mit ihm fertig. Ebenso wenig wie ich. Aber das wisst ihr. Vitalis, bringen wir es zu Ende. Nikolas, ihr könnt das nicht verstehen. Du spürst es auch. Nicht wahr, mein Junge? Wir sind durch Blut verbunden. Was denkst du, Hugo? Deine Familie wächst. Ich flehe euch an.
Ich helfe euch. Aber lasst meinen Sohn gehen. Sein Schicksal ist nicht, ein Dirun zu sein. Er gehört hierher. An meine Seite. Ihr seid ein Scheusal. Ein Scheusal? Madame, ihr habt ja keine Vorstellung. Tötet sie! Was? Mach's kurz und schmerzlos. Sag deiner Mann, lebewohl, Kleiner. Tu dir nicht weh! Ach so, okay, verstehe. Oh nein, nein. Glaube, sie ist jetzt schon getötet worden. Das war da noch ein bisschen zu schnell. Ja, komm, lauf rein. Oh, ich mach's kurz und schmerzlos. Sag deiner Mann, lebewohl, Kleiner. Tu dir nicht weh. Oh nein, habe ich ihn getötet? Ja, und jetzt konzentrier dich, Junge. Angriff! Tötet sie! Mama, was soll ich tun? Du hast kein Zuhause mehr. Du gehörst uns. Wacht! Mit euch beginnt die Beschwörung. Die Zukunft hängt von euch ab. Bogenschütze! Stimme. Du musst durchhalten. Ja, jetzt geh doch endlich nach oben, ihr Scheißratten. Nutzlose Nacht. Mein Gott. Für denjenigen, der sie tötet. Halte durch. Prima Macula. Sie reagiert. Macht weiter. Hört auf, ihn zu quälen. Ich werde euch alles sagen, was ihr wissen wollt. Zu spät. Nun komm. Der Junge wird schlechter. Ja, verschlinge sie! Die Schelle! Verspreite sie! Nein, Hugo! Hör nicht auf ihn! Komm, ich bin so weit zu sterben! Hugo, vergiss nicht, wer du bist! Ja. Genug! Sag doch was. Hugo, kannst du mich hören? Nein. Er ist mächtig. Doch hat er die Schwelle noch nicht wie erhofft erreicht. Wisst ihr warum? Amicia. Wegen Amicia? Wie lästig. Doch es dauert nicht mehr lange. Und wir haben noch andere Trümpfe auf der Hand. Bringt sie fort. Lasst ihn in Ruhe. Was wollt ihr denn noch? Viel mehr. So viel mehr. Und ihr werdet bei mir bleiben, damit ich es auch bekomme. Keine Bange, Hugo. Ich glaube an dich. Wir werden unser Ziel erreichen.